Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Mediurs. Und der eine oder andere hat es von euch vielleicht mitgekriegt. Die gesamte Familie ist vor Weihnachten nochmal komplett durchkoroniert. Und auf der einen Seite muss ich ehrlich gestehen, es gab wenig Situationen, wo ich wirklich dermaßen brachgelegen habe. Auf der anderen Seite hat es selten Situationen gegeben, wo ich mich dermaßen bepackt habe vor Lachen. So, was war passiert? Ich war im Schrank geblieben, hier krankgeschrieben. Was macht man also, wenn man tatsächlich irgendwie einen ganzen Tag mit Schmusedecke und so von Sofa ins Bett und wieder zurücklümmelt? Mann guckt Videos, Frau guckt Videos, ich guck Videos. Und ich weiß nicht, was ich diesem Universum getan habe. Ich habe damit mal Videos vorgeschlagen gekriegt. Alter. Eins meiner Hochlichter aus dieser Zeit war das Video einer amerikanischen YouTuberin. Die hat ihre Spielwiese irgendwo in der Nähe des Appalachian Trails, was eine traumhaft schöne Ecke ist. Sie einigermaßen tageslichttauglich, hat einen YouTube-Kanal über Trekking, über Wandern, über Ausrüstung und so weiter und so fort. Und viele Sachen davon sind gar nicht schlecht. Aber wenn du genauer hinguckst, dann siehst du bei ihrer ehrenwerten Persönlichkeit keine 30 Jahre jung. Und da ist bereits medizinisch geschraubt worden. Und da ist medizinisch in einer Art und Weise geschraubt worden, dass in diesem unserem Land jeder Gebrauchtwagenhändler dafür mit Sicherheit lebenslang in den Knast gehen würde. Anyways. Er hat aber ein Video gebracht über das Garmin InReach Mini bzw. das Garmin InReach Mini 2. Was ist ein Garmin InReach Mini 2? Oder auch das Garmin InReach Mini, ist ja auch Wumpe. Das ist ein GPS-Tracker, mit dem du Nachrichten versenden, verschicken kannst. Dieser GPS-Tracker mit Nachrichtensendefunktion hat einen kleinen Beigeschmack. Und dieser kleine Beigeschmack sieht so aus, dass du eine Notruffunktion hast. Diese Notruffunktion, und jetzt wird es einigermaßen witzig, funktioniert nur und wirklich nur wirklich gut, wenn du die dazugehörige Versicherung abgeschlossen hast. Ich packe die genauen Infos dazu mal unten in die Videobeschreibung, weil es bedarf schon einer gewissen Nerdigkeit, da wirklich durchzusteigen. Aber es ist wirklich gut. Und gerade wenn du nach weit, weit weg ohne irgendwelche Telefonanbindung oder was oder Smartphoneanbindung, also und ohne Mobilfunkanbindung unterwegs sein willst, dann ist das gar nicht schlecht. Es ist kein Allheilmittel, es ist nicht die Lösung von allem und jedem. Entsprechende Persönlichkeit ist in einem wunderschönen Waldgebiet unterwegs und hat außer ihrem Spaghetti-Trigger-Shirt und so einer Hotpants und ein paar Sneakern relativ wenig mit. Knickt um und oh, und mein Fuß und mein Knöchel. Und dann greift sie irgendwo ins Nichts und sagt, aber jetzt hole ich mir Hilfe. Ich habe ja mein Garmin InReach dabei. Und das war so der Moment, wo ich das erste Mal so, oh, weil die Situation war so scheiße und so gestellt. So, sie drückt also auf dieses Knöpfchen. Was passiert? Und das ist aus dem Video nicht rausgeschnitten gewesen. Ich habe mich totgelacht. Da ruft ihr Notfallkontakt an. Ihr Notfallkontakt war Mutti. Und Mutti ist Jahrgang 1973, was wirklich ein geiler Jahrgang war. Alter. Fahrradfahren ohne Helm. Rollschuhfahren ohne Schützer. Schwimmen zumeist ohne Schwimmflügel.
selbst in der Stadt uns die allergeilsten, die fiesesten Rampen für die Fahrräder gebaut. Ohne Ende auf die Fresse gepackt, aber echt Spaß dabei gehabt. Das ist der Jahrgang 73 und das war ein geiler Jahrgang. Mutti ruft also Tochter an. Denn Mutti kennt ja ihren Pappenheimer und scheißt die am Telefon erstmal zusammen. Sag mal, bist du noch ganz dicht? Du bist nicht mal eine Meile entfernt vom Parkplatz und von deinem Auto. Was zum Henker soll der Mist? Warum Mutti gerade so furchtbar aus dem Hemd steigt? Hier, Mutti ist Tourguide auf dem Appalachen Trail. Mutti ist in der Feuerwehr als Emergency Medical Technician. Also wenn man will, vergleichbar mit dem hiesigen Rettungssanitäter. Also von daher hat Mutti schon gewisse Gründe, noch mal so richtig aus dem Hemd zu steigen. Oh, ich habe Tränen gelacht. Was man dazu wissen muss und was ich euch gerne, herzlich gerne an dieser Stelle noch mal mitgebe, gerade in Amerikanien, wenn man dann ein nagelneues Garmin Enrich Mini kauft, sind die Verkäufer dazu verpflichtet, gesetzlich verpflichtet, dass sie den Käufer über die Versicherung in Kenntnis setzen, dass sie den Käufer über die Versicherungssumme, und das sind in der Regel um die 100.000 US-Dollar an Rettungskosten, und dass sie den Käufer darauf hinweisen, dass selbst wenn sie diesen Knopf drücken, sie bis zu 36 Stunden auf sich selber gestellt sind. Dazu sind die Verkäufer, das muss man sich mal langsam auf der Zunge zergehen lassen, dazu sind die Verkäufer wirklich verpflichtet. Alter. Und ausgerechnet besagte Outdoor-YouTuberistin krault da dermaßen durchs 50 Meter Olympia-Fettnäpfchen. Ich könnte mich wegschmeißen, allen Ernstes. Das Schlimme ist, du kriegst an Videos auf der YouTube nicht nur eins angeboten, sondern in dem Moment, wo ich in meiner Fahrlässigkeit das angeklickt habe, habe ich 8 weitere davon angeboten gekriegt. Und bei allen 8 ist die Quintessenz, die haben die Versicherung nicht abgeschlossen. Die haben zwar vielleicht das Vertragswerk unterzeichnet, aber nicht bezahlt. Oder sie haben es einfach stumpf nicht verstanden. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es ums Verrecken nicht. Unglaublich. Boah, so schön. Irgendwann, wenn ich groß bin. Wie funktioniert das mit diesem Garmin Enrich Mini und mit diesem Auslösen des Notrufs? Also dieses Knopfes. Du hast zum einen Notfallkontakt, den du hinterlegen kannst. Dieser Notfallkontakt hat aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht das Netzwerk dahinter, um entsprechend weltweit Hilfe leisten zu können. Diese Versicherung hat dieses weltweite Netzwerk und dieses Netzwerk ist verdammt gut aufgestellt. Diese Versicherung hat dieses weltweite Netzwerk und dieses Netzwerk ist verdammt gut aufgestellt. Wenn du aufs Knöpfchen drückst, läuft dieser Notruf in einer Leitstelle in Texas auf. Eine Art Callcenter. So, und da läuft deine Position auf. Da laufen deine Notfallkontaktdaten und sämtliche medizinischen Informationen auf. Und der entsprechende Dispatcher kann dann über dieses Gerät, über Satellit mit dir kommunizieren und macht dann so ein Frage-Antwort-Abfrageschema, um dann parallel tatsächlich die Kavallerie loszuschicken, genauso als würdest du einen normalen Notruf absetzen. Mit dem klitzekleinen Unterschied, dass du auch mit diesem Device und auch mit dieser Versicherung, je nachdem, wo du dich auf diesem Planeten befindest, bis zu 36 Stunden auf dich selber gestellt bist. Und diese 36 Stunden, Leute, die können verdammt lang und weilig werden. Wie man diese 36 Stunden einigermaßen zügig überbrückt, findet ihr unter www.mediurs.de. Showtime, folks! Woohoo!